Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf dem letzten Propheten Muhammad, auf seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Humanität in der islamischen Kultur. Der Islam hat eine Kultur geschaffen, die den Höhepunkt der Vollkommenheit menschlicher Werte erreicht hat und der Menschheit den Weg der Liebe, der Brüderlichkeit, der Gleichheit und der Gerechtigkeit durch ein auf Ethik und Zivilisation beruhendes System geebnet hat, das vereinigt und nicht spaltet, das aufbaut und nicht zerstört, um Sicherheit, Frieden und Wohlstand für alle Menschen zu erreichen. Die islamische Kultur hat ihre menschlichen Werte aus dem edlen Koran und der Sunna des Propheten abgeleitet. Es steht so im ehrwürdigen Koran: O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist der Allwissend und Allkündig. Zitat Ende. Somit ist jeder Mensch von Allah geehrt, ungeachtet seiner Hautfarbe, seiner Rasse oder seines Glaubens. Allah sagt im Koran dazu: Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung: Wir sind alle Kinder Adams und Adam selbst wurde aus Staub erschaffen. Zitat Ende. Und als eine Beerdigung an unserem Propheten Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, vorbeiging, stand der Prophet dafür auf und es wurde zu ihm gesagt: O Gesandter Gottes, es ist das Begräbnis eines Juden. Woraufhin der Prophet sagte: Es ist nicht eine Seele. Zitat Ende. Zu den Aspekten der Menschlichkeit in der islamischen Kultur gehört vor allem die klare Anerkennung der Glaubensfreiheit in einer Weise, die keine Fehlinterpretationen akzeptiert. Der Islam gewährt so die Freiheit der Religionsausübung, den Schutz von Gebetsstätten für alle und lehnt jede Form von Zwang und Terrorismus ab. Im ehrwürdigen Koran steht: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Im zweiten Koranvers steht: Und wenn dein Herr wollte, würden für wahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? An einer weiteren Koranstelle steht: So ermahne, du bist nur ein Ermahner. Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Zitat Ende. Und an weiterer Koranstelle steht: Dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Zitat Ende. Anderer wichtiger Aspekt der Humanität in der islamischen Kultur ist der Aufruf des Islam zur Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen, Respekt für den Älteren und die Gewährung der vollen und unverminderten Rechte an die Körperbehinderten. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so: Allah unterstützt diese Umma wegen der Schwachen unter ihr durch ihre Bitten, Gebete und ihre Aufrichtigkeit. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad sagte in einer weiteren Überlieferung: Wer die Rechte der Älteren nicht kennt, vor ihnen keinen Respekt erweist und den Jüngeren gegenüber nicht barmherzig ist, der gehört nicht zu uns. Zitat Ende. Und als Umar ibn Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, an einem alten Mann aus dem Volk der Schrift vorbeikam, der an den Türen der Leute bittelte, sagt Omar: Wir haben diesen Mann nicht gerecht behandelt, denn als er jung war, haben wir die Früchte seiner Kraft genossen, und als er alt war, ließen wir ihn im Stich. Wahrlich, Sadaqa, also Almosen, sind für die Armen und die Bedürftigen. Und dann befahl Omar, ihm eine finanzielle Unterstützung zu gewähren. Der Prophet Muhammad sagte auch: Dem Barmherzigsten ist Allah barmherzig. Seid barmherzig gegenüber denen, die auf Erden sind. Dann sind auch die im Himmel, also Allah und die Engel, euch gegenüber barmherzig. Zitat Ende.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah segne und der Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Die Menschlichkeit der islamischen Kultur beschränkt sich nicht auf den Umgang mit den Menschen, sondern erstreckt sich auch auf den barmherzigen Umgang mit anderen Geschöpfen. Und hier führen wir zwei Beispiele dafür. Erstens, eines Tages trat der Prophet Muhammad, Allah segne und Friede auf ihm, in den Garten eines Mannes aus den Ansar, in dem sich ein Kamel befand. Als dieses den Propheten, Allah segne und Friede auf ihm, sah, flössen Tränen aus seinen Augen, worauf der Prophet zum Kamel ging und es mit seiner Hand streichelte, bis es zur Ruhe kam. Der Prophet fragte, wem gehört dieses Kamel? Daraufhin kam ein Junge von den Ansar und sagte, O Gesandter Allahs, das gehört zu mir. Der Prophet sagte ihm, fürchtest du Allah denn nicht in Bezug auf dieses Vieh, das Allah dir als Besitz gab? Es hat sich bei mir beschwert, dass du es hungern und es zu viel Last tragen lässt. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung steht, als einst einige Gefährten bei der Heimreise von ihrem Feldzug die Nistlinge eines Vogels aus dem Nist nahmen, um sie zu streicheln, kam der Muttervogel zurück und sah, dass die Vögel sich nicht im Nist befanden. Daher begann der Vogel hin und her zu flattern. Als der Prophet über die Sache dann informiert wurde, wurde er zornig und befahl, die Jungvögel in ihr Nest zurückzulegen. Die Menschheit braucht so dringend die Verwirklichung dieser Prinzipien und der menschlichen Werte, die unsere islamische Kultur im Laufe der Geschichte geprägt haben. Möge Gott unserem Land Ägypten Wohlstand schenken und den anderen Ländern der Welt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.